Genau, jetzt bin ich in dem Raum wieder hier. Jetzt bin ich in dem Raum, wo das Zahlenschloss ist. Ich habe hier ganz viele Särge. Unglaublich viele Särge. Okay. Hallo. Hi. Sind wir jetzt richtig? Ja, du, jetzt bist du von da oben runtergefallen quasi. Ja, genau. Die Lava steigt und ich werde hier dann gegrillt. Die Lava steigt von da unten? Ja, von da unten kommt die Lava hoch. Okay. Hast du irgendwelche Symbole? Ja, ich habe hier ziemlich viele. Ich habe hier 6 Stück, sind die, 3, 4, 5. Sind die übereinander gestellt? Ja. Warte mal, ändern die sich, wenn ich jetzt hier was mache? Ja. Die ändern sich bei dir? Ja, aber nur das Rechte ändert sich jetzt gerade. Ne. Okay, siehst du irgendwo die Symbole dazu? Ja. Okay, welche muss ich... Dreh mal noch ein bisschen. Auf welcher Seite? Rechts. Auf der? Ja. Weiter. Dann müsste rein theoretisch und weiter. Hä? Müssen die bei mir sein oder müssen die bei dir sein? Ja, gute Frage. Also bei mir ist da ein Kreis, der mit einem Kreuz durchgestrichen ist. Ein Kreis mit dem Kreuz? Ja. Okay, dann muss ich das auf der anderen Seite machen. Ja, aber dann... Hä? Aber dann sind die alle ich weg. Ich habe keine Kreise, die mit dem Kreuz durchgestrichen sind. Ich habe hier einen Pfeil, der leuchtet und der zeigt mir ein Symbol und das ist einfach ein Kreis. Aber du musst jetzt, glaube ich, alles drehen, bis ich diesen Kreis finde. Dreh mal das in der Mitte. Nee, stopp, komm mal her, nochmal zurück. Und das oberste nochmal drehen, bitte. Nochmal. Okay, ist nicht dabei. In der Mitte drehen? Nee, weiter. Nochmal, ist auch nicht dabei. Unten drehen? Unten drehen? Hä, ich schnall das Rätsel nicht. Ich hab auf meiner Seite halt auch zu cool reinfallen. Okay, was hast du? Weil ich kann gar nichts drehen. Ich hab jetzt... Auf der Seite, auf der du jetzt stehst, habe ich... oben Trapeze. Und ich hab auf meiner Seite Vierecke. Fenster. Die drehen sich immer noch, wenn ich das mache? Ja. Schnallt's nicht. Müssen die dasselbe sein? Ich hab jetzt ein Dreieck nach unten mit dem Kreis. Auf der anderen Seite bitte. Oh, guck mal, hier ist ein Kreis, der sieht ganz gut aus. Dreh mal das hier auf meiner Seite, hier drüben, hier, also hier so. Und in der Mitte bitte drehen. Das Mitte-Teil. Nochmal. Nochmal. Keine Ahnung. Das sind nur Vierecke bei mir in der Mitte. Nee, das ist bei mir ein Kreis, aber. Ich sehe hier nicht. Das sieht aus. Der Kreis ist richtig, aber innen drinne ist nichts und da ist was innen drinne. Und die Musik ist wieder zu episch. Einfach wieder zu episch. Weil du leuchtest jedes Mal von links nach rechts. Ja, weil ich mir die Symbole angucke, weil mir ist es so dunkel. Es tut mir leid, eigentlich müsste ich die Helligkeit hochschrauben. Ich glaube, die auf YouTube sehen überhaupt nichts. Warte mal ganz kurz hier. Grafik. Kann man die Helligkeit irgendwie hochmachen? Helligkeit. Die sehen gar nichts auf YouTube. Sag doch was. Ich habe halt einen leuchtenden Pfeil und der zeigt auf dem Symbol. Kann es sein, dass du das Symbol irgendwie zusammenbauen musst, was du da hast? Ich erkläre es nochmal. Ich habe einen leuchtenden Pfeil und der zeigt auf dem Symbol. Das ist ein Dreieck und in dem Dreieck ist ein Kreis. Und das Dreieck hat die Spitze nach unten. Dreieck hat die Spitze nach unten, warte. Dreieck mit der Spitze nach unten. Den habe ich, warte. Und in der Mitte ist ein Kreis. Den habe ich jetzt bei mir, das Dreieck mit der Spitze nach unten. Schön. Und ein Kreis in der Mitte. Das hast du jetzt, oder was? Ja. Und jetzt sag mir mal, was ich da oben gedreht habe, ganz oben am besten. Ja, ich habe jetzt hier Kreise. Auf meiner Seite. Also der leuchtende Pfeil zeigt nur auf dem Dreieck mit einer Spitze nach unten und in der Mitte einen Kreis. Und mehr habe ich hier nicht, mehr Symbole habe ich hier nicht. Das Symbol unten drunter, was ich dir gerade eingestellt habe? Was du jetzt gerade eingestellt hast, ist ein Kreis mit einem X in der Mitte. Okay, den hab ich jetzt nämlich in der zweiten. Und dann habe ich jetzt gerade in der Mitte ein Viereck und links und rechts neben dem Viereck sind Speere. Und ganz unten... So? Habe ich jetzt... Das sind Pfeile, der linke Pfeil zeigt nach unten, der rechte nach oben. Ja, genau. Du kannst sagen, okay. Was ist das nächste Symbol? Auf meiner Seite ist es gerade ein... sieht aus wie ein PC. Also ein PC und da unten eine Tastatur.
Ja, das letzte Symbol, was du auf der anderen Seite unten hast. Das unterste Symbol ist ein... keine Ahnung, ein Blatt Papier und darüber ist ein X, aber das X ragt über das Blatt Papier drüber hinaus. Okay, hab ich. Dann müsste ich jetzt auf der anderen Seite was eingestellt haben. Auf welcher Seite jetzt? Auf der anderen Seite. Ich habe es auf der anderen Seite gedreht. Also bei mir ist jetzt hier... Auf der Seite hier gedreht. Was? Auf der Seite hier habe ich das oberste jetzt gedreht. Ja, das oberste ist jetzt ein schräges Blatt Papier und darüber ist nochmal ein kleines Blatt Papier. Also es ist ein... Okay, das bei dem kleinen Blatt Papier geht der Strich bei dem großen durch? Ja. Okay. Was ist denn dann danach? Und auf dem untersten habe ich gar kein Symbol. Eine heiße Sache. Keine Ahnung, was du gemacht hast, damit das Ding stimmt. Du musstest mir scheinbar immer das nächste Symbol ansagen. Ich hab's nicht geschafft. Weil ich habe 6 Symbole, du hattest 5 Symbole. Und aber hier das erste, womit ich anfangen musste, scheinbar. Hä? Weil das ist das, was ich hier drüben... Das war das erste Symbol, das mit das was ich als erstes eingestellt habe. Und dann hat's... Dann hat's bei dir scheinbar den Kreis angezeigt, den ich als nächstes einstellen musste. Und ich ach, hab bei mir okay. Das eingestellt, jetzt hab ich's geschnallt. Du musstest mir immer das nächste sagen. Jetzt hab ich's geschnallt. So. Okay. Mysteriös. Ja, du warst voll in Panik, aber wir hatten noch voll viel Zeit, weiß nicht. Du hast gesagt, unter dir ist ein Lama, also bitte. Ja, ja, ich bin voll gechillt, keine Ahnung. Ich vertraue dir. Du darfst mir nicht vertrauen, du krepierst. Ich bin eigentlich, fühle mich immer ziemlich sicher, wenn du was machen musst. Azura hat's richtig gemacht, wupp wupp. Hier wird Konfetti geschmissen, weißt du? Ist Lava unten drunter? Okay, hier ist das bubbelt. Hallo? Bist du schon weitergelaufen? Ja. So. Können wir das auch wieder anhalten? Ich hab keine Ahnung, was wir da überhaupt machen müssen. Ja, ich kann's wieder zurückdrehen. Aufzug? Ich kann's festhalten. Jetzt wieder nicht. Kann ich nach oben oder nach... Tschüss! Tschüss! What the fuck? Schön, dass wir drüber geredet haben! Ich weiß ja nicht mehr, was wir hier machen mussten! What the fuck? Ich höre nix! Ich hätte mir den Ausgang. Ich komm mal wieder runter, kann ich mir wieder runter? Irgendeiner hat mit mir gequatscht in einer dunklen, unheimlichen Stimme, aber ich habe nichts gehört, weil der so tief gesprochen hat. Hallo? Hallo? Komm wieder runter. Hm? Ich bin wieder runtergefahren. Ja, hier kann man draufdrücken, dann kann man... Müssen wir beide hoch? Können wir beide hoch? Hallo? Hallo? Was hast du getan? Ich hab gar nichts getan. Ich hab gar nichts getan. Okay, warte mal, beide hoch. Ich bin voll verwirrt, Alter. Wir können scheinbar nicht beide hoch. Ich bin voll verwirrt. Das wahrscheinlich heißen? Er macht sich Sorgen, dass du lebendig verbrannt bist und du so, ach naja, sei doch nicht so panisch. Naja, er hat mich jetzt gerade allein gelassen und ist einfach auf Wiedersehen, ich bin dann mal im Paradies. So, was hat der dunkle Typ jetzt eigentlich mit dir gelabert? Ich habe keine Ahnung. Jetzt was jetzt? Nach oben fahren, nicht nach oben fahren. Sag mal, nein! Ich... Oh, da war das böse Viech drinne. Ich war immer noch nicht verstanden, was du sagst. Was ist jetzt los? Ich habe hier wieder Symbole. Und einen Schalter. Dann geht das Ding zu und auf und zu und auf. Ich habe hier nur ein Dings mit nach oben drücken. Ein Hebel mit nach oben drücken. Hä? Eine Lampe leuchtet. Ich habe hier Symbole. 1, 2, 3, 4, 5. Ich habe 6 Symbole. Die Tür ist wieder zu. Ich werde die Auszug wieder runterholen. Oder? Ja, aber was ich nicht ganz verstehe.
Hier sind so Etappen, wo man eigentlich auch wieder aussteigen könnte. Muss man das da vielleicht anhalten? Keine Ahnung. Aber wenn du jetzt auch nach oben fährst, dann kann er mir nach unten fahren. Ach, der Aufzug geht ja auch nach unten. Von alleine? Ist da drüben jetzt so eine Fackel oder auch ein Hebel wieder? Nee, das ist auch ein Hebel. Wenn du noch eins nach oben fährst, dann ist da ein Hebel. Warte mal, kann ich ihn noch mal eins nach oben schieben? Bleib mal da drin. Ich kann nur nach unten. Aber hier ist auch noch ein Schalter, aber der kann. Ja, weil du den Aufzug wieder hochholen kannst. Guck, siehst du da? Oh, warte mal. Ja, aber da war das schwarze Vieh. Ja und? Ach so, viel Spaß, gut. Einen Schalter gedrückt. Hast du einen Schalter gedrückt? Ja. Warte, dann drück ich nach oben, dann fährst du wieder nach oben. Komm mal nach oben, ja. Jetzt kommst du wieder nach oben. Alles gut? Ich bin dann über dem, wo du gerade bist. Da war ja auch irgendwie ein Gang. Da ist auch ein Schalter, ja. Jetzt leuchten zwei Leuchtedinger leuchten jetzt. Drei Leuchte. Kannst du den jetzt wieder. Jetzt bin ich gefangen, du kannst. Doch, du kannst in den Fahrstuhl gehen und nach unten drücken und wieder rausgehen. Ja, kann ich nicht. Doch. Oh, hi. Warum hat der so dreckig gelacht? Keine Ahnung. Der macht mich völlig nervös, der blöde Penner. Jetzt leuchten drei Dinger, aber laut dem Symbol müssen die Symbole unten wieder einstellen. Zwei, drei, vier, das sind sechs Symbole. Müssen wir jetzt die Symbole wieder einstellen? Ich weiß es nicht. Aber müssen da nicht das sechs. Möchtest du sie ansagen oder möchtest du sie einstellen? Ich habe eigentlich keinen Bock, dem schwarzen Vieh zu begegnen, aber ich weiß nicht, ob es kommt, wenn ich hier raus will oder ob es kommt, wenn ich runterfahre. Okay. Hä? Zu spät. Toll. Lass mich alleine. Ist ja gut. Ja, irgendjemand muss ja scheinbar die Symbole einstellen. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, was die von uns wollen. Ich finde das gerade sehr verwirrend. Waren die anderen Rätsel nicht so verwirrend? In dem anderen Raum waren da auch sechs so eine Symbole. Aber ich komme ja nicht lang, die Tür ist verschlossen. Ja und? Wow. Was? Was habe ich jetzt schon wieder verpasst? Die Symbole kann ich nicht mehr einstellen. Ja, unten war ja nichts außer der Hebel, der nach unten, den man nach unten drücken kann. Und dieses komische Rad. Dieses, dieses vom Schiff halt das Rad. Die Tür geht auf. Jetzt geht sie wieder zu. Ach, ich muss hier unten die Tür für dich aufmachen. Hä, warum? Was machst du denn? Ich drehe an dem Rad. Ja, aber warum habe ich hier mit dem Schalter denn drei Bobbles angedrückt? Frag mich nicht. Nein, das sehe ich nicht ein. Wir haben schon beim ersten Mal einen zurückgelassen. Ich will jetzt, dass wir zusammen hier rausmarschieren. Das klappt nicht. Das Problem ist, dadurch, dass ihr neu laden musstet, könnt ihr das nicht mehr richtig lösen, bevor ihr euch da ewig abquält. Warum können wir das jetzt nicht mehr richtig lösen? Die Tür ist bei dir offen? Nee. Warum kann ich das jetzt nicht mehr richtig lösen? Und das ist ja voll arschig. Geht die Tür jetzt auf bei dir? Ja, jetzt ist sie auf. Ja, dann geh raus. Ja, aber. Ihr hättet das auch davor nicht lösen können, aber dann wärt ihr vielleicht auf die Lösung gekommen. Hä? Beziehungskiste. Siehst du das auch gerade? Lass mich heute schon wieder alleine. Ich schneide es absolut nicht gerade. Ich habe Höhen und Tiefen bekommen. Was war der schwarze Wuppel? Warum bringt der König immer alle um? Weil er das kann. Warum ging das Walkie-Talkie jetzt gerade an? Oh, man kann also gemeinsam rauskommen, okay. Aber man kann gemeinsam rauskommen. Hä, das war schon. Aber warum hat denn Tammy gemeint, dass wir das nicht mehr richtig lösen können? Das verstehe ich auch nicht.
Ihr hättet das auch davor nicht lösen können, aber dann werdet ihr vielleicht auf die Lösung kommen. Hä? Jetzt haben wir das nur gemacht, weil Tammy gemeint hat, wir können das nicht lösen, weil das jetzt verbuggt war. Ich möchte schon mit Asura zusammen da rauslaufen. Oh. Nee, das kotzt mich jetzt an. Oh. Wir haben uns so viel Mühe gegeben, wir haben so krass schnell gerätselt und sind nicht oft hier krepiert und am schlimmsten fand ich das mit der Wendeltreppe und den Würfeln und den Sperren und dass die Dinge hinter mir weggebrochen sind, die Treppenstufen, das war sehr, sehr aufregend. Man muss eine Bedingung erfüllen, dann kann man gemeinsam entkommen. Was, ich muss das Schattenviech ummurksen oder was? Ihr hättet das auch davor nicht lösen können, aber dann wärt ihr vielleicht auf die Lösung gekommen. Ich habe keine Ahnung. Wir müssen also das lösen und wir können es aber nicht lösen und bla bla bla. Das sind widersprüchliche Sachen, die ihr gerade in den Chat schreibt. Finde ich sehr verwirrend. Ihr habt im ganzen Spiel eine Mechanik übersehen. Shit happens. Was? Ohne die ihr das letzte Lämpchenrätsel nicht lösen könnt. Wir haben im ganzen gesamten Spiel eine Mechanik übersehen. Okay, es gibt also Man mehr muss Schalter. Alle 12 Schalter im Spiel betätigen. WTF. Und das habe ich nicht gemacht, als ich das Buch angeguckt habe und dann die Wendeltreppe nach oben gelatscht bin. Dann habe ich ja diesen einen. Dann hast du den einen Schalter vergessen gehabt bei der Ja, Treppe, genau. Ja. Wo Tammy gesagt hat, der wäre wichtig gewesen. Dun, dun, dun. Und ich weiß nicht, ob du in dem einen Raum, wo diese Ritterstatuen waren, war ja auch ein Hebel. Und den habe ich ja gedrückt und du hast gesagt, was, du hast einen Hebel gedrückt? Ich habe keinen Hebel gedrückt, ich drücke hier keinen Hebel. Ich weiß nicht, ob du den Hebel da gedrückt hast. Ich hatte, glaube ich, keinen Hebel. Man muss alle 12 Schalter im Spiel. Aber war im ersten Raum schon ein Schalter? Im ersten Raum habe ich keinen Schalter gesehen. Wo man diese Tombola da machen musste. Da habe ich keinen Schalter gesehen. Ich habe keine Ahnung. Du könntest nochmal mit verdrehten Rollen spielen und gucken, ob wir es schaffen. Wenn du. Aber jetzt ist schon 23 Uhr, ich weiß nicht, wie lange hast du Zeit? Ich habe theoretisch Zeit. Yep, Aro ist vorbeigerannt, aber ihr seid an so vielen vorbeigerannt. Nein, sind wir gar nicht. Sind wir überhaupt nicht. Wir hatten 3 Schalter, ja. 3 Schalter. Aber das waren ja nur die 3 Schalter jetzt im letzten Raum. Asura hat, glaub ich, auch keinen gedrückt. Es ist ein Rätselspiel, wo wenn du Schalter drückst, alles stirbt. Natürlich drücke ich keine Schalter. Aber ich glaube, das gute Ende würde dich auch frustrieren, Aro. Wieso? Wir laufen beide da durch. Und dann kommt nochmal der Killer-Clown und zieht uns wieder zurück? Oder was passiert? Kann keiner von uns beiden nach Hause. Was? Keiner von uns beiden kommt raus? Das gute Ende. Also wenn es ein gutes Ende ist, dann darf es ja kein schlechtes Ende sein. Und es ist ja kein gutes Ende. Kommt doch mal, für wen ist das gute Ende? Also ich finde den dritten bisher am schwersten und frustrierendsten. Naja, die müssen sich ja irgendwie steigern. Ja, ich habe gerade eine Sammelkarte bekommen. Kurt Jester, das ist der Geist. Das ist diese schwarze Figur. Also er hat seinen Hofnarren hinrichten lassen und der spukt da jetzt scheinbar durch das Schloss. Okay. Erzähl mal das Ende bitte, Tammy. Erzähl mal das gute Ende. Was? Ihr seid mit dem dritten noch nicht durch? Wie geht das denn? Ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt gebraucht haben für den ersten Durchlauf. Ich fand das wieder. Das Problem ist, ich habe es als sehr schnell empfunden, weil wir da so wieder so durchgepäst sind. Natürlich haben wir ein bisschen länger gebraucht beim ersten Mal, um. Die Banner zum Beispiel, das hat nicht beim ersten Mal funktioniert und die Kerzen, weil ich dumm bin, aber weil ich nicht zählen kann von 1 bis 6. Ja, wir haben insgesamt 4 Stunden gebraucht, also lass es den ersten Run 2,5 Stunden gedauert haben. War okay. Ja, 2,5 war, weil der andere hat ja, den haben wir in einer Stunde geschafft. Ein und ein paar zerquetschte.
Und dann kommt das halt etwa hin. Oh nein, uns fehlt nur eine Errungenschaft. Ja, dass wir halt gemeinsam durch das Händchen haltend raus spazieren. Wenn ich grad's noch richtig weiß, gehen beide raus und dann guckt der eine zurück und zögert. Beide gucken sich an und gehen wieder rein, um das Schloss weiter zu erkunden. WTF, bitte was? Läuft bei denen. Ich meine, die sind vom schwarzen Schwubbelgeist und die haben den paar Mal gesehen, abgehauen und die wurden fast umgebracht und dann gehe ich doch dann nicht wieder rein. Aber dann wissen wir jetzt, warum es den dritten Teil gibt, weil sie dann das Schloss weiter erkunden. Ja, wahrscheinlich.